Fast unwiderstehlich ist der Zauber des Vollmonds in einer frostigen Dezembernacht. Er ruft dich. Seine sanften Strahlen werfen tiefe Schatten voll ungeahnter Möglichkeiten, die sich in Worte kleiden wollen, den Kosmos, die Geheimnisse des Lebens zu erklären. Erstaunlich, wie die simple Reflexion des Sonnenlichts uns so betroffen macht. Als fordere es uns auf, zu heldenhaften Taten, klar zu entscheiden, den Plan des Universums zu entschlüsseln, zum Werwolf zu werden, mit den Toten zu tanzen. Du schaust auf die glimmernden Sterne, die in der Dunkelheit rund um den Mond leuchten. Verspätete Bogen, immer zu langsam. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit zeigen sie uns nur die Vergangenheit. Wir glauben, es sei die Gegenwart und bauen darauf unsere Zukunft. Gedanken eines Menschen in einer frostigen Dezembernacht, der beschließt, weiter zu lieben. Tief betroffen, oft besoffen, immer offen für des Lebens Wunder, zu den Sternen richtet oft sein Blick sich. Überlegt er sinnend, schreibe ich heute oder nicht? Wenn im fortgeschrittenen Alter auch die Gicht ihn manchmal plagt, unverzagt schlichtet er Gedanken in die Seiten. Und die Leute laufen, kaufen, sie erinnern seine Verse, wenn sie saufen und bei Hochzeiten und Taufen oder Leichen schmeißen, schönen Weibern säusen, dass sich Haare locken und kreuzen. Dichter leben für die Welt, viel Gefühl für wenig Geld. Immer Grenzen überschreiten, immer träumen von den weiten Feldern des Elysiums. Musen küssen, Becher schäumen, Pegasus schwebt durch die Lüfte. Und der Duft der Ewigkeit strömt oft schon zur Lebenszeit. Ah ja, natürlich, das Gedicht, das auf dem Plakat ist, ja. Verzweifelte Zwiebel. Zwiebel zweifeln zwischen zitternden Schalen, zwängen scharf schneidende Klingen und zuckende Daumen, ziehen sich zagend zurück, zaudern zerknirscht, zerren zerstreut an zarten Zähnen, verzweifelte Zwiebel weinen. Und zum Abschluss noch eins, so wie die Zeit verliert. Zeit. Zeit ist der Raum, in dem wir wachsen, ohne viel zu ahnen, in unseren frühen Jahren, geprägt von Essen, Schlafen, Licht und Dunkel, heiß und kalt, kommen und gehen, lernen, Abenteuer, spielen, warten, erwartungsvoll oder auch nicht, auf Dinge, die passieren könnten. Zeit ist in unseren reiferen Jahren, wovon wir stets zu wenig haben, beschäftigt mit Beruf, Familie, Reisen, legen wir viele Strecken zurück, um zu erziehen, sorgen, zu beweisen. Zeit ist, was uns mit leichter Eile zu überholen scheint in unseren späten Jahren, wenn wir versuchen zu begreifen, was sie wirklich ist, der Raum, mit dem wir unser Leben messen, unsere Welt. Zeit ist,